mit so einem Klassenunterschied? Ich glaube, solange ich denken kann, nee. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir, glaube ich, noch nicht passiert. Ist immer ein Anreiz da und deswegen ja auch begründet. Die Nervosität und... Aber man sieht im Endeffekt auch, auch Haresli hat sicherlich in ihren vorigen Jahren in der Bundesliga, auch im DHB-Pokal, auch leichtere Gegner gehabt von der Staffel her oder von der Spielklassenhöhe her. Und daher ist es einfach nur umso verständlicher. Kerl bleibt am Block hängen, aber schön reagiert, ein Ball auf Außen und Tor! Christine Schröder mit ihrem zweiten Treffer, 7:6. Da haben sie Schwerin schön aufgepasst, dann gut reagiert nach außen und der sichere Ball von außen zum 7:6 für Grünwald Schwerin. Und es gibt 7 Meter für Grünwald Schwerin und jetzt die Chance für Schwerin auf 2 Treffer davon zu ziehen. Und es gibt eine gelbe Karte gegen die Nummer 11 von Haresli, Katharina Bruder. Und an den 7 Meter Strich tritt jetzt Wendy Künzel. Boah, mit Glück, aber der Ball ist drin. Und jetzt haben wir das, was du vor, wo wir die vorhin die Chance schon hatten, die 2 Tore Führung für Grünwald Schwerin. Sollte der Mannschaft natürlich auch einen kleinen positiven Schub geben. Sie sind nicht chancenlos, aber sie müssen ihre Arbeit machen und ihre Chancen dementsprechend nutzen. Ja, das ist natürlich zu einfach, das ist zu einfach. Sarah Marie Schäfer hat sich da den Platz geholt, den Platz genutzt, den Wurf geholt und versenkt sich jetzt zum 8:7. Und erneut das Tor für Grünwald Schwerin. Kerstin Felkel mit ihrem zweiten Treffer, 9:7 für Grünwald Schwerin. Jetzt wieder dieselbe Kombination und der Ball ist nicht drin. Und das war klasse gespielt, Wendy Künzel. Ja, da sieht man wieder, wie tragend wichtig das ist, wenn man ein Spielführer in dem Sinne hat, eine Person, die den Kopf auf die Schultern trägt. Unheimlich geht das schnell. Schnelle Pässe. Sie hat das Auge, sie hat die Routine und die Cleverness. Und wenn das dann natürlich so abgeschlossen wird, wunderbar, wunderschnell, sehr schön schnell, Entschuldigung. Und, ja, danke. Ja, 10:7 für Grünwald Schwerin jetzt. Und doppelt gehalten von Anna Pöschel. Und die Chance hier mit dem Konter auf 4 Tore wegzuziehen, Tini Schröder. 11:7 für Grünwald Schwerin. Torhüterin ist super im Spiel, die Torhüterin steht gut. Abwehr gut rausgearbeitet. Die Flankenläufe von den Außen sind super. Der Kreisläufer ist positioniert und dann kann man natürlich über ballbezogenes Spiel kann man unheimlich schnell eine Überzahl schaffen. Und so wie eben auf links außen wunderbar eingenetzt. Das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Ach so, Abwehr im Kreis, okay. Im Kreis, der Torwartwechsel bei Grünwald Schwerin für diesen 7 Meter. Susanne Grimm geht ins Tor. Trotz, dass Anna Pöschel gerade so gut gehalten und auch den 7 Meter abgewehrt, auch wenn er vorbeiging, hat, nimmt der Trainer sie jetzt aus dem Tor. Für diesen zweiten 7 Meter für Haresli. Marlene Ligard geht daran. Ja, die hat dran, aber der Ball war drin. 11:8. Natürlich auch, weil ich gerade so halbwegs darauf angesprochen habe, mit diesem Torwartwechsel eben zu 7 Meter, ist immer eine Möglichkeit, immer wieder versuchen. Lässt die Torhüter reinkommen ins Spiel und alleine schon das Zeichen dafür, dass Susi mit am Ball war.
zeigt der Werferin auch, pass auf, sie sind beide wach, sie sind beide vorhanden. Beide wollen diese Bälle abwehren. Passives Spiel angezeigt jetzt. Und der Abschluss dann unkontrolliert und konnte gehalten werden. Das ist aber auch ein Zeichen vom Trainer, dass er in beide Torhüterin Vertrauen hat. Deswegen kann man immer, wenn man wieder einschreitet, ich selber als Trainer mache es genauso. Weil nur dann ärgerst du natürlich auch den Werfer. Indem er sich immer wieder auf einen neuen Torwart einstellen muss. Gelbe Karte jetzt gegen Wendy Künzel. Also nach meiner Erfahrung hätte man da sogar 2 Minuten Strafe zeigen können. War klar am Trikot gerissen. Glück gehabt. Auch wenn sich Künzel da sehr beschwert. Der Pass nach außen, gut verhindert da. Der Pass an den Kreis verhindert. Das war klasse gespielt und der lange Diagonalball auf Kinscher zum Konter. Tor! So muss es weitergehen. In der Abwehr muss so zugefasst werden. Man muss natürlich, man darf natürlich nicht das liebe Mädchen sein. Man muss schon ein bisschen sein, dass man böse ist. Weil man muss vorne viel einstecken, muss man natürlich hinten auch austeilen. Bloß nicht verstecken. Ja, und jetzt 4 Tore Führung für Grün-Weiß-Schwerin. 12:8. Wer hätte es gedacht? Und das ist eigentlich Abwehr im Kreis, aus meiner Sicht. Ja, kann ich dir sagen, Kai, warum? Die Spielerin, der Kreisabwehr, legt sich in den Abwehrspieler rein, legt sich richtig rein, stemmt ihr ganzes Gewicht rein. Hat der Abwehrspieler keine Chance. Er muss sie natürlich irgendwo, er kann nicht beiseite gehen und sie knallt aufs Parkett, das ist normal. Aha, das hat der Schiedsrichter gut beobachtet. Ja, schöner Wurf von Katharina Sophie Volkwarzen mit ihrem 4. Treffer zum 12:9. Also momentan überzeugen mich die Schiedsrichter, sind sehr ruhig, abgeklärt. Jeder weiß, dass sie bei jedem Pfiff der Chef im Ring sind. Sieht gut aus, gefällt mir. Schlechte Absprache, da war keiner zum Ball gegangen, so konnten die Schwerinerinnen sich den Ball holen und jetzt vielleicht sogar einen Konterlauf starten. Felkel, Schröder zurück, abgebrochen. Ah nein, Wendy Künzel versucht sich da den Weg zu nehmen, das gibt noch 7 Meter. Richtig, sie mit der Abwehr im Kreis. Der Schiedsrichter zeigt es gerade an, der Abwehrspielerin. Sie hat nicht positionell schon gestanden, das heißt, sie hat sie in die Sprung- und Wurfbewegung gestellt. Und das gibt nun mal einen 7 Meter. Und Kerstin Felkel sicher. Auch hier ein klares Zeichen vom Trainer, trotz des Treppers von Wendy Künzel beim ersten 7 Meter schickt eine andere Spielerin an den 7 Meter Strich und sie verwandelt auf. Also ist genau das gleiche wie beim Torwart. Man muss dem Torhüter dort im Tor ja nicht das Gefühl geben, dass da die gleiche Werferin kommt. Jede Spielerin hat ein anderes Wurfbild. Und warum nicht den Torhüter fordern? So ist der Spieler gefordert, der den 7 Meter verwandeln soll. Damit nimmt er natürlich die Last von Wendy Künzel und gibt die... Ja, jetzt fehlen mir glatt die Worte. Okay, dann möchte ich noch kurz nachreichen. Sarah-Marie Schäfer mit dem Treffer gerade für Haareslee zum 13:10. Oh, das war klasse gespielt von Joda Weng. Auf Marie Kinscher. Zum 14:10. 4. Treffer von Marie Kinscher in diesem Spiel. Und das war ein fantastisches Spiel. Ich für mich habe jetzt erst gedacht, wo geht dieser Ball hin, wo wirft die denn hin? Und dann ein klasse Pass nach außen. Das habe ich so nicht gesehen und der Haareslee hat nicht mit gerechnet. Kinscher völlig frei auf der rechten Seite und versenkt dann sicher. Ja, ein klasse Unterschied ist momentan nicht zu erkennen. Und daran heißt es natürlich weiterarbeiten, weil für Grün-Weiß. Haareslee scheint verunsichert zu sein. Hat jetzt auch auf vielen Positionen nominell gewechselt. Ja, jetzt hat sie Glück. Jetzt hat sie Glück, jetzt ist erneut Schäfer mit ihrem 3. Treffer zum 14:11. Wieder schön durchgesetzt von Marie Kinscher.
ganz stark. Spielzug getäuscht. Ein Spielzug angetäuscht mit dem Wechsel zwischen Halb und Außen. Hat denn, ich sage es mal, rotzfrech die Situation genutzt, dass der Abwehrspieler kurz nicht Bescheid wusste. Joda stellt eine wunderbare Sperre. Und die Nummer 31 geht natürlich klasse im 1-1 zum Torerfolg. Scheint auch eine sehr sichere Hand heute zu haben. Ja, gilt als sichere Schützin, Marie Kinscher. Jetzt abgefangen der Ball von Volkwarzen und Einwurf für Schwerin. Und man ist jetzt 4 Tore vor plus Ballbesitz. Technischer Fehler bei Joda Wenk, wo ich eigentlich gedacht hatte, der hat Sicherheit gewonnen, das war klasse gemacht von Kerstin Felkel. Zurückgeeilt, die Situation genutzt und die nächste Chance für Joda Wenk. Ja, das mit technischen Fehler hört gar nicht auf hier, das ist Wahnsinn, ein technisches Festival. Viele gute Situationen dadurch natürlich für die angreifende Mannschaft in dem Falle, wird aber auch dementsprechend wieder nicht genutzt, weil wieder kommt ein technischer Fehler. Das ist natürlich unvorbereitet, der Wurf. Und so kommt man natürlich zu einfachen Toren. Ja, in dem Fall Felkel zwar die Hand noch am Ball, aber letztendlich konnte Katharina Bruder den Ball im Tor unterbringen. 15-12. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, nach dem Wahnsinnspass von Joda Wenk, dass sie ein bisschen gefangen hat, aber es scheint nicht ganz ihr Spiel zu sein heute. Ja, das Gefühl habe ich auch. Momentan fehlen die Akzente. Sie braucht vielleicht ein gutes Ding, ein Tor, eine Situation für sich selber. Da versucht ja, es wieder. Sie wirkt unglücklich. Aber eine Hand noch am Ball, wir bleiben Ballbesitz Schwerin. Kinscher, Körpertäuschung und Einwurf für Grün-Weiß Schwerin. Jetzt die Reaktion vom Trainer. Er wechselt die beiden Halben von halb links nach halb rechts. Mal gucken, ob jetzt Akzente gesetzt werden können. Lassen wir uns überraschen. Der Jule Klug bereit mit einem Treffer und vielleicht passt das. Denkt auf der Seite besser. Vielleicht kann sie da ihre Akzente setzen, jetzt aber passives Spiel angezeigt und sie muss abschließen. Und da ist sie. Jetzt gibt es Freiwurf für Grün-Weiß-Schmarin. Provoziert die gelbe Karte, den Freiwurf. Und es gibt Zeitspiel, müsste aufgehoben sein. Gegen Schiebrad. Ja, Zeitspiel ist aufgehoben, sie können wieder neu formieren, können neuen Spielzug ansagen.